Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem Häuser-Contest auf diesem Kanal, meine Freunde. Ja, ich hatte ja in der letzten Folge Sims 4 100 Baby Challenge gesagt, die am Montag online kam, dass ich ein Haus brauche für die 100 Baby Challenge und ich habe mir jetzt 5 Häuser aus der Galerie heruntergeladen und hier in New Quest platziert und hier haben wir schon mal das erste Haus. Das ist das hier, von außen relativ okay. Genau. Dann haben wir hier den Garten und dann zeige ich euch das Haus doch jetzt einmal von innen. Es ruckt ein bisschen. Gut, dann haben wir hier schon mal ein Kinderzimmer, Badezimmer, noch ein Schlafzimmer, Badezimmer, noch ein Schlafzimmer. Gut, dann haben wir hier noch eine Terrasse mit schönem Garten. Ihr könnt auch in der Galerie, in den Kommentaren schreiben, welches Haus welches sein soll. Hier ist einmal die Küche. Derjenige, der das Haus gebaut hat, der hat sich echt Mühe gegeben. Hier ist dann nochmal ein Kinderzimmer. Hier ist dann ein Arbeitszimmer, sage ich jetzt mal. Und hier dann halt die Terrasse mit Pool, genau. So, das ist dann noch ein Badezimmer, die Küche. Und einen Keller haben sie, glaube ich, nicht. Nein, einen Keller haben sie nicht. So, also, das ist Haus Nummer 5. Wenn ihr dieses Haus in den Let's Plays sehen wollt, dann stimmt für dieses Haus doch einmal ab. Und ich würde sagen, wir gehen. Das ist Haus Nummer 4. Dieses Haus sieht von außen sehr modern aus. Und hat auch wieder einen schönen großen Garten. Mit Pool, Bar und was man so halt braucht. Genau. Dann fangen wir doch an. Genau. Hier oben ist einmal ein Hobbyraum, sage ich mal. Hier kann man noch ein Schlafzimmer hinpacken. Sieht auch nicht schlecht aus. Und ja, dann gehen wir mal eine Etage tiefer. Genau. Dann ist hier der Eingangsbereich. Hier ist noch ein kleines Arbeitszimmer. Hier ist dann ein Badezimmer. Hier ist dann auch nochmal ein Schlafzimmer mit 2 Betten sogar. Hier ist dann, so wie ich sehe, das Aufenthaltsraum mit Wohnzimmer und Küche. Sehr schön eingerichtet. Und genau. Hier haben wir dann noch den Essbereich. Sehr schön. Auch derjenige, der dieses Haus gebaut hat, hat sich sehr viel Mühe gegeben. Hier ist noch ein Badezimmer. Und ja, ne, der Blambob im Klo. Cool. Und hier ist dann einmal noch das Elternschlafzimmer. Wenn ihr dieses Haus in den Let's Plays sehen wollt, dann kommentiert mit Haus Nummer 4. Habe ich noch irgendwas vergessen? Und hier ist dann halt so eine Garage und ja. Nein, diese Autos kann man nicht benutzen. Jetzt gucken wir nochmal. Keller ist auch nicht. Das ist Haus Nummer 4. Wenn ihr das in den Let's Plays sehen wollt, dann einmal in die Kommentare damit. Dann gehen wir weiter zu Haus Nummer 4. Gut. Das ist Haus Nummer 3. Und ja, auch wieder mit großem Garten. Ich habe die Häuser jetzt einfach mal hier so platziert. Und ja, genau. So, das ist Haus Nummer 3 und da schauen wir doch auch einmal rein. So, was haben wir denn jetzt hier Schönes? So, wir haben hier einmal ein Elternschlafzimmer. Mit den Schiebetüren ist ja echt cool gemacht worden. Ein Elternschlafzimmer oder vielleicht auch ein Teenagerraum. Und dann haben wir hier nochmal ein doppeltes Schlafzimmer mit 2 Betten und dem traurigen Clown noch. Und hier haben wir dann einmal das Badezimmer. Ein Badezimmer an einem nächsten Badezimmer dran mit Glasschiebetür. Ja,
auch nicht schlecht. Und hier ist dann halt so ein begehbarer Kleiderschrank. Ich habe die Häuser natürlich nicht alle gebaut, weil sowas konnte ich gar nicht. Hier ist dann nochmal das. Ich würde sagen, das hier ist das Elternschlafzimmer für unsere Penny und für unseren Florian. Und ja, auch wieder hier sehr schön eingerichtet. Und hier ist einmal ein Arbeitszimmer. Und ja, da fehlt eine Tapete. Da hat jemand vergessen, die Tapete hinzumachen. Aber egal. So, das hier ist die erste Etage. Dann gucken wir mal weiter. Genau. Hier ist der Eingangsbereich mit schöner Schiebetür. Hier ist einmal die Küche, die gefällt mir auch total super. Ja, eine schöne große Küche mit, ja, hier mit dem Fenster ist ja auch cool geregelt. Hier haben wir dann einmal den Essbereich, sage ich jetzt mal, wo unsere Sims sich zum Frühstücken hinsetzen können, zum Mittag und zum Abendbrot. Auch mit schönen Spiegel dahinter, die ein bisschen flackern, dann kann ich aber nichts für. Hier ist einmal ein Kamin und hier ist dann einmal das Badezimmer. Auch wieder mit Schiebetür, super eingerichtet. Ja, gut. Dann gehen wir hier. Hier ist dann einmal das Wohnzimmer. Das ist sehr schön eigentlich. Schön. Das ist echt schön gemacht worden hier, das Wohnzimmer. Auch wieder mit der Schiebetür. Derjenige wollte unbedingt die neuen Schiebetüren im Spiel haben. Und ja, hier sind auch nochmal ein kleiner Aufenthaltsbereich. Wieder mit Kamin. Und ja, was haben wir denn noch? Das ist das. Hier ist dann aber der Garten nochmal. Mit Pool. Und ja, ist richtig schön eingerichtet worden. Und so wie es, genau, hier ist ein Keller und guckt man dahin. Gut. Hier ist ein Keller. Wie sieht der Keller aus? Gut. Hier ist dann auch nochmal so ein kleiner Kellerraum, wo man halt auch wieder Schlafzimmer draus machen kann. Und hier ist dann einmal nochmal ein Badezimmer. Das ist Haus Nummer 3. Und ja. Haus Nummer 3. Für die 100 Baby Challenge. Habe ich da oben was vergessen? Ne, Gott. So, das hier ist Haus Nummer 3. Und natürlich mit Autos. Die Autos kann man nicht benutzen. Ich würde sagen, dann gehen wir jetzt mal weiter. Das hier ist Haus Nummer 2. Und ja, auch wieder sehr schön. Zum Garten kommen wir dann gleich. So, dann gehen wir jetzt einmal eine Etage tiefer. Hier hat man dann schon mal wieder so einen kleinen Aufenthaltsbereich. Und ja, gut. Hier mit Bücherregal. Auch wieder sehr stilvoll eigentlich mit einer Minibar. Und wieder mit den Schiebetüren. Finde ich cool. Und dem traurigen Clown. Dann gehen wir direkt ins Badezimmer. Das ist das hier, auch sehr schön eingerichtet mit Küchenzeilen, mit Dusche und einer Badewanne. Echt super eingerichtet, ja. Gut, dann gehen wir hier ins Kinderzimmer. Gut, hier ist das Kinderzimmer, das erste von, keine Ahnung, auch wieder sehr schön bunt eingerichtet. Ja, das ist echt super schön. Und ja. Gut. Dann gehen wir in den nächsten Raum. Hier ist wieder ein Badezimmer. Auch wieder in dem Style eingerichtet wie das erste. Und ja. Auch wieder ein schöner Kontrast. Und ja. Gut. Dann gehen wir hier ins nächste Kinderzimmer oder ich sag jetzt mal Teenagerzimmer, weil das nämlich Teenagerbetten sind. Können auch Kinder schlafen. Und ja, auch wieder sehr schön eingerichtet hier. Mit Schreibtisch, Spielzeugkiste, Maltisch, Zeitbetten. Und ja, ich glaube, das soll auch als Kinderzimmer sein. Genau. Aber
Okay, wir machen das so. Gut. Dann gehen wir in den nächsten Raum. Das ist wieder der Flur. Und hier ist der Eingangs, auch gleichzeitig der Eingangsbereich. Auch wieder mit Pool, Terrasse. Auch echt super schick eingerichtet. Und dann kommen wir auch gleich mal hier unten hin. Und hier haben wir dann halt, ja. Ja. Auch sehr viel Platz zum, für eine Staffelei oder für ein paar Bücherregale. Hier geht es dann raus zum Auto. Die Autos kann man ja leider nicht benutzen, finde ich ein bisschen schade. Dann haben wir hier einmal das offene Wohnzimmer. Auch alles sehr schick eingerichtet. Und auch die Möbel aus dem neuen Karibik-Update von dem Base Game auch wunderschön gemacht worden. Hier ist die Küche, die finde ich auch echt klasse. Und ja, also. Ja, hier ist auch so ein Kinderstuhl. Mega gut. Da gehen wir weiter. Hier ist dann halt ein Tisch, wo man auch sitzen kann, Karten spielen kann. Hier ist dann das dritte Badezimmer. Auch wieder sehr schön eingerichtet. Ich, ja. Finde ich eigentlich nicht schlecht. Nur der Teppich passt da jetzt nicht gerade so rein. Aber ist ja nicht schlimm. Gut. Hier waren wir gerade. Gott. Hier ist das vierte Badezimmer. Ja. Auch sehr schick eingerichtet. Und hier ist dann das Elternschlafzimmer für Penny. Und, okay. Hier ist das Bett. Steht mitten im Raum. Aber ist nicht schlimm. Und ist zwar sehr schön eingerichtet, nur ein bisschen wenig Deko. Gut, das Bad haben wir, wo waren wir noch nicht? Genau. Hier sind dann auch nochmal Kinderzimmer. Hier ein Bett und da. Ich wollte gerade sagen, es ist ein Fernseher, ist aber nicht. Auch sehr schick eingerichtet, dieses Zimmer hier. Die Leute, die es gebaut haben, ein sehr großes Lob. Hier ist das nächste Schlafzimmer. Was ich auch sehr schön finde. Und ja. Gut. Gibt es hier einen Keller? Ich weiß es nicht. Dann schauen wir doch einfach mal. Nein, gibt es nicht. Und den Garten. Hier hat man tatsächlich einen schönen großen Garten mit Klettergerüst und ein paar Pflanzen. Auch die Gärtnerfähigkeit wurde hier berücksichtigt. Und ja. Hier was zum Angeln. Im Garten angeln, cool. Und ja. Das ist Haus Nummer 2. Das landet Tatsache bei mir auf dem zweiten Platz. Und so sieht's aus. Echt schön. Von außen auch die. Ja, der Außenbereich sehr schön eingerichtet. Und dann gehen wir jetzt zum ersten Platz und auch zum letzten Platz. Da haben wir Platz Numero Uno, also Nummer 1. Und das ist eine schöne große Villa. Auch perfekt für die 100 Baby Challenge. Hier ist nämlich jede Menge Platz. Und zwar sehr viel Platz. Aber nicht lange fackeln. Ich würde sagen, wir gehen. Was ist das? Hinter. Gut. So. Da haben wir einmal Schlafzimmer Nummer 1. Auch sehr schön eingerichtet. Ja, echt super Style, warum hier ein Tisch ist, aber egal. Das ist echt schön eingerichtet. So, also. Gehen wir mal weiter. Hier ist dann nochmal, ja, so ein kleines Wohnzimmer. Natürlich auch sehr offen gehalten, finde ich sehr schön. Ja, das ist das Wohnzimmer. Dann gehen wir mal eine Etage tiefer und befinden uns gleich schon im zweiten Schlafzimmer mit Zugang zur Terrasse. Auch mega schön. Ja, schön kann ich jetzt nicht sagen, weil hier echt wenig drin steht. Aber ist nicht schlimm, das kann man ja machen. Ich kann ja die Wand wegmachen und dann ist ja halt ein riesen Schlafzimmer und ja.
Hier ist dann halt einfach ein leerer Raum, den ich mir einrichten kann. Oder ihr könnt den einrichten, wenn ihr für dieses Haus seid. Und dann gehen wir mal weiter. So, hier ist ein schöner langer Flur. Und dann kommen wir auch zur Toilette. Ja, eine kleine Toilette mit Waschbecken, das reicht. Gut. Dann haben wir hier einmal zwei Computer. So einen schönen offenen Aufenthaltsbereich. Wieder mit Kamin und Klavier, zwei PCs. Dann gehen wir doch mal in das nächste Schlafzimmer. Ist auch sehr schön eingerichtet mit Licht, Spiegel und ja. Ist auch wieder alles sehr modern gehalten. Hier ist dann halt die Außenterrasse mit Grill und Bar und ja, hier zum Beispiel kann man Tatsache auch Gartenarbeit machen. Sehr schön. Hier waren wir jetzt, ne? Ja. Dann gehen wir jetzt eine Etage tiefer. Und dann kommen wir hier. Hier ist der Eingangsbereich hier. Und dann haben wir hier eine schöne große Küche mit sehr vielen Spiegeln. Und genau. Das ist Haus. Das ist die Küche. Hier ist dann einmal der Essbereich. Ist sehr, sehr, sehr schön. Hier hat man dann eine Bar mit, ja, hier ist dann nochmal ein Kamin und hier ist einmal das große Badezimmer. Das ist sehr, sehr gut gelungen, muss ich sagen. Hier ist dann einmal eine schicke Dusche. Das finde ich cool, dass man das hier so abgetrennt hat mit Regalbrettern und Halbwänden. Finde ich echt schön. Toilette. Und hier wieder mit sehr, sehr vielen Spiegeln gearbeitet. Das hier sieht gerade ein bisschen aus wie so ein Krankenhäuschen. Genau. So, hier ist dann nichts Besonderes. Was ist da drin? Da steht ein Aquarium. Gut. Hier ist dann nochmal so ein Aufenthaltsbereich, wo man sich abends schön hinsetzen kann und zusammen Fernsehen schauen kann. Wenn es mal traurig werden sollte, hat man hier so ein kleines Papiertuch, also Taschentücher. Und ja, hier ist dann auch nochmal so ein Aufenthaltsbereich mit Fernsehen. Und ja, das hier ist die untere Etage. Wir gehen jetzt aber in den nächsten. Gut, hier unten wird es schon ein bisschen besser. Hier haben wir dann eine Bücherei mit Schachtisch und wieder eine Staffelei. Hier hat man wieder ein Bettchen, ein kleines Bedroom. Und ja, hier ist dann halt ein Gang, der in ein Zimmer führt, was ich euch gleich zeige. Hier haben wir einmal ein Fitnessstudio mit Fernseh und Fitnessgeräte. Finde ich sehr schön. Und ja, ist zwar rot, aber nicht schlimm. Hier kommen wir einmal ins lila Leuchte-Pink-Zimmer. Für romantische Abende vielleicht. Aber ich möchte mich in so einem Licht nicht schlafen legen. Aber egal. Das ist dann, ja, gut. Ich finde es nicht schlecht, sieht super aus. So, hier waren wir. Da war dann Wirkung. Genau. Hier ist dann das nächste Badezimmer. Mit wieder hier mit so einer Trennwand, super gut, super schön und ja, auch wieder sehr, sehr schön modern eingerichtet. Gut, dann gehen wir in dieses Zimmer. Hier ist noch so eine Küche, auch sehr schön eingerichtet, soll bestimmt an so ein Apartment erinnern. Und hier ist auch wieder das Badezimmer. Waren wir jetzt, genau, hier waren wir noch nicht. Hier ist so ein kleines Büro halt. Auch sehr schön eingerichtet. Das hier sollte, glaube ich, mal Fotostudio sein. Aber macht nichts, auch echt schön geworden. Gut, habe ich hier eigentlich alles? Das haben wir, nein, ich habe noch nicht alles.
dieses Haus hat noch eine extra Etage und zwar hier, genau. Da muss ich sagen, ist echt unheimlich hier unten. So ein Verhörzimmer. Hier ist auch eine Kuhpflanze. Und ja, das ist dann halt hier so ein kleiner Raum. Hier kann man auch etwas machen. Ich kann es auch abreißen. Ich muss das hier unten nicht haben, sonst sind die Wege zu weitläufig für die Sims. Aber nicht schlimm. So, gehen wir wieder Stockwerk hoch. Das ist das hier. Wieder so ein mega langer Gang. Und ja. Genau. Aber sonst ist hier nichts. So. Dann sind wir wieder hier. Dann gehen wir jetzt mal in den Außenbereich. Der ist sehr schön. Die Mülltonnen da hinten. Hier kann man sitzen. Hier ist ein schön großer Pool. Wo man Tatsache. Bei Nacht sieht es echt schön aus. Und jetzt, mein Gott. Gott, dann machen wir das so. Dreh langsam. Gott. Hier ist dann auch nochmal ein Pool. Hier hat man dann noch so einen Garten. Genau. Also, das hier ist Haus Nummer 1. Wenn ihr wollt, dass ich dieses Haus benutze für die Sims 100 Baby Challenge, dann Haus 1 in die Kommentare und ja, also hau und dann über. Dann gehen wir jetzt mal nochmal in die Übersicht, wo in welcher Stadt die Häuser alle stehen. Gut, also wir sind in New Quest. Hier ist das Haus Nummer 4. 5, 4, 3, 2, 1. Das sind die ganzen Häuser, die ihr in den Kommentaren entscheiden könnt. Mein Favorite ist ja die große Villa hier. Sehr viel Platz und ja. Und hier ist Familie Gold. Also Freunde, das hier ist Base Game The Mocha Clary. Egal. Haus Nummer 5. Das ist Haus Nummer 4. Das ist Haus Nummer 3. Das ist Haus Nummer 2. Und dann die große Villa, Haus Nummer 1. Ihr könnt in den Kommentaren schreiben, welches Haus es sein soll für die 100 Baby Challenge. Und dann werde ich das entweder in der nächsten Folge oder in der übernächsten Folge machen, dass wir in einen dieser 5 Häuser ziehen. Und ja, wenn euch dieses Haus-Vorstell-Video gefallen hat, ich sag mal Showcase, dann schreibt es gerne auch in die Kommentare. Denkt daran, wenn wir ein paar Häuser nehmen, dann wird es auch ein Community-Projekt geben. Und ja, wenn es euch gefallen hat, schreibt es auch gerne in die Kommentare. Liken und abonnieren nicht vergessen, dass ihr auch keine weiteren Videos mehr verpasst. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und heute kommt kein Let's Play online, dafür kommt das. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann, euer Florian. Ciao.